Ja, was meinen Sie, könnte denn im Prinzip, das muss man ja auch in Erwägung ziehen, was ganz anderes passiert sein, also dass Sandra vielleicht Zufallsopfer geworden ist? Vollständig ausschließen kann man das natürlich nicht. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass der Täter aus dem persönlichen Umfeld des Opfers kommt. Wir glauben heute mit Sicherheit, wir fragen, wer hatte damals Kontakt zu Sandra oder anderen im Film gezeigten Personen und hat sich bis heute noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?